Hier können wir uns nämlich irgendwas geben. Warte mal. Serious. Digga. Der Crash sieht aber auch anders schlimm aus. Na, dann ab Rinder. Serious Head On with Biker. Auch schon wieder Epic, Angry, Kind and Awesome Motorcycle Moments. Ich hoffe, es ist nicht zu laut für euch. Ich glaube, ich habe schon mal auf den reagiert und es hat mich immer so ein bisschen abgefuckt, dass der dann immer kurz eingeblendet worden ist und irgendwas dazu gesagt hat, aber scheiß drauf. In this one, we got some angry people, some kind videos, police clips and much more. So, make sure to subscribe to this channel and also like this video. Sit back and enjoy. Let's start. Okay. Ey, der Sound war echt gut dafür, dass er einen Helm auf hat. Sonst ist die Soundqualität immer ziemlich verkackt, wenn du einen Helm auf hast. WTF, Alter. Ich würde niemals so schnell fahren, wenn so krasses Aquaplaning ist. Und er filtert einfach in der Mitte durch. Ist das eine Harley? Ach, er hat ihn sogar angeditscht. Ich habe auch noch nie gesehen, dass jemand sein Handy als Tacho benutzt. What you want? Drive your f***ing car. I'm f***ing right here, bro. It was all normal ride for this biker when this driver in front started to act crazy. Random brake checks, yelling out of the window. This biker didn't know what caused that. So he decided to follow him. What's your problem? Ich hoffe, ihr könntet alle verstehen und ich musste nicht übersetzen so. Ich mach's trotzdem. Also, der wusste nichts damit anzufangen, dass der seine Hand rausgehalten hat und immer wieder gebremst hat, deshalb verfolgt er ihn jetzt. A-T Gameplay haut 2 Euro. GPS-Tacho? Ja, wahrscheinlich GPS, kaufen, aber was ich vor drei dann Tagen funktioniert wahrscheinlich sein habe. Tacho am Bike nicht oder aber keine Ahnung. Ha. Irgendwie hat der Sprecher einen Dialekt. Ja, der ist safe Russe oder aus dem russischen Raum. Nice. Wenn Leute so einen russischen Akzent haben und Englisch reden, erinnert mich das immer richtig krass an GTA. Wie hieß denn nochmal der Charakter in GTA, der auch immer so einen russischen Akzent hatte? Ach, Digga, weiß es einer im Chat? Toni? Hieß der Toni? Nico? Simon? Nein, war Simon nicht der Schwarze? Trevor? Nein. Franklin? Nee, Franklin war der Schwarze. Nico. Ich glaube, es war Nico Bellic. Ja, Nico aus GTA 4. Genau. Richtig, Chat. Was geht bei ihm ab? Holy shit, Alter, er fährt 36 Meilen, der ist bestimmt mit 120 an dem vorbeigepfeffert. Yeah, you don't see this every day. Ich will auch so eine Maske haben, Alter. Die sind nur so scheiße teuer, die kosten so 500 bis 1000 Euro, aber dafür sehen sie halt verdammt echt aus. Bleh. Man kann es aber auch übertreiben. Wie der Beifahrer einfach mit so einem Alien-Kostüm rausguckt.
Ist es laut oder geht's für euch, Chat? Oh. Boah, Digga, das war echt heftig, Alter. Krass, wie schnell der da um die Kurve gepfeffert kam. Unfortunately got hit by this car, who went too wide in this curve. Biker said that this driver was on his phone right before he hit him. Boah, der war am Telefon, der Fahrer. Und hat nicht aufgepasst, Alter. Wie kann man denn so schnell in eine Kurve reinfahren und dennoch nebenbei am Telefon sein? Holy shit, da kannst du auch gar nichts machen als Fahrer. Clearly driver was speeding, but luckily this biker sustained only minor injuries. Okay, er hat eine kleinere Verletzung. Oh, war das ein heftiger Crash. Digga, in der Situation denkst du, wie nice ist das Leben eigentlich? Schön mit deiner Harley Route 66 durch Amerika und 3 Sekunden später wirst du frontal von einem Auto erwischt. Oh, ich würde auch so gerne mal durch Amerika fahren mit dem Bike. Und da kommt es. Oh. Oh, heftig. Einfach nur heftig, Alter. Krass, dass er das überlebt hat. Luca 1707 haut 1200 Bits in den Tank. Anführungszeichen. Er fährt ohne Bremsen, nur mit der Motorbremse. TÜV-konform. Digga, ist doch einfach nur eine Frage der Zeit, bis der einen Unfall baut. Wie kann man denn so rumfahren? Okay, er wird von dem Auto verfolgt, was er gerade überholt hat. Was soll? Nej. Nej, varför gör du det då? Nej, jag ska bara köra om där uppe. Nej, du körde om mig där uppe. Ja. Och sen kör du som en gång ner. Ach, scheiße, jetzt meine Kamera wieder da drüber war. Im Endeffekt hat er gesagt, dass man da nicht langfahren kann. Ja. Det är massor med barn här nere. Men jag har hållit koll, det är öppet. Glöm det. Jag skulle ju inte... Du tycker att det är kul att åka in och filma när du kör fort. Lägg av med det här nere. Du får åka någon annanstans. Man gör inte det in i såna här områden. Okej. Okay. Fand ich jetzt ja nicht so schlimm von dem Autofahrer, dass er ihm gesagt hat, dass er ein bisschen zu schnell war und dass da viele Kinder spielen und dass er ein bisschen vorsichtig da fahren soll und nicht so langheizen soll. Jeez. You know what that means? Allmann-Vibes, ein bisschen. Aber der Boy ist schon zügig unterwegs. Ich weiß nicht, wie schnell man da fahren darf. Digga, was ein Riesentruck. Klingt aber echt schon richtig, richtig laut. Aber sich darüber denn aufzuregen, so. Ich weiß nicht, ob manche Leute einfach keine eigenen Probleme haben, aber so kommt es mir manchmal vor. Wer sich in so einer Situation über das Bike aufregt und seine Fenster und sowas zumacht, der hat wirklich zu wenig eigene Probleme im Leben. Oh, he's getting mad 'cause he's on the bike.
Ach, er war sauer, weil er am Handy war. Noch schlimmer. Oh. Nicht hinpacken. Nicht hinpacken. Bro, what the f***? Ah, war wirklich assi vom Autofahrer. Claps vor ihm im Chat. Endlich mal ein Motorradfahrer, der es einfach auf sich beruhen lassen hat und nicht wie wild geraged hat und einen Spiegel abgekloppt hat. This video will show you how not to destroy your clutch on brand new Suzuki GCXR. Your clutch? Clutch auf Englisch war doch Kupplung, oder? Also der hat eine brandneue GSXR und in dem Video soll man wohl sehen, wie er seine Kupplung komplett zerstört. Hat er wegen nicht im zweiten oder im dritten Gang ist die Kupplung, glaube ich, kaputt gegangen. Absolutely beautiful North Wales. Oh, look at that. Hä? F***ing hell, man. Als wenn bei manchen das Gehirn einfach aussetzt und die, keine Ahnung, vom Teufel besessen sind und auf einmal einfach rechts rüberziehen aus dem Nix. Als wenn die einfach ein Blackout haben. Pulled in front of this car. Nehmt euch in Acht im Straßenverkehr vor den Minions, die einfach ihr Gehirn ausschalten und irgendeine random Aktion bringen. Chillige Neighborhood. Like it? Come on, rabbit? Now? Rabbit. Hit it. Other way. Yeah. Das ist immer so süß, wenn das Kinder machen. Geht GTR gegen eine Doppel-R? Ich setz auf die Doppel-R. Do you want to get some hits? Sick, I'm down. Die Doppel-R. You get the jump. Ich glaube, Nissan GT-R ist in 3,5 Sekunden auf 100 und hat schon echt viel Leistung, aber eine Doppel-R mit 200 PS auf 220 Kilo, wenn du das alles immer so umrechnest auf PS pro Kilo, sind die meisten Motorräder einfach viel fixer. Keine Chance der GTR. Die Doppel-R liegt bei 1 PS pro Kilo. Ich dachte, die wiegt 220 oder so. Wiegt die nur 200? Achso, die hat mehr als 200 PS, wa?
Jerome, mein Problem ist auch das Gewicht. Von der PS-Zahl bist du gut dabei. That was a good hit. This thing's fast and you're hanging. Fährt einfach in der Mitte. Er weiß gar nicht, was los ist. So unnötig schon wieder. Erstmal noch Konversation mit anderen führen und sich und lästern über den, der hinter einem ist. Man kennt's. Was ist das eigentlich für ein elendig langer Truck hier? Ach, ihr könnt's gar nicht richtig sehen, weil meine Cam da drüber ist. So, reicht. Jetzt habt ihr das hier sehen. Kennst du New Kids? Na klar. Hä, wie kommt denn da auf einmal die Sonnenbrille hin? Habe ich irgendwas verpasst? Nacht, Luca, danke für deinen Support. Ei. Sehr gut, beim Linksabbiegen erstmal noch auf die Geradeausspur zu fahren, damit man denn links abbiegen kann. Hä? Oh. I'm screwed. Mann, Kids. Okay. Ja. Ha? Reset? Reset. Oh. Wie hier einfach fast as fuck steht. Hm? Tade. Tade. Tade, jang gambar ne, tade. Was ist das, Philippinen oder so? Kennt jemand die Sprache? Tada. Okay, thank you. Das war's? Oh, this biker did a good deed for this old man, who was having a hard time unloading a wheelchair. He also helped him with pumping his gas and get him back to the road. There is no biker that will say no to good deed. Irren, man. You trying to pull it out? Okay. Da weiß man einfach erstmal seine Gesundheit zu schätzen, Alter, wenn man sowas sieht. Wie lange das einfach für so einen Menschen dauert, sein Auto zu tanken, Rollstuhl rauszuholen, oh, krass. Krieg ich richtig Mitleid, wenn ich das sehe. Okay. Of course. Oh, okay. Ah, no worries. Plot-Twist, er hat den Rollstuhl geklaut. Ist gar nicht sein Auto. Want me to pop it for you? Of course.
Mr. Nice Guy. Bitte kein Mitleid. Ja, man kann sich ja nicht aussuchen, ob man mit manchen Situationen Mitleid hat oder nicht. Also ich krieg da einfach Mitleid. Der Motorradfahrer hat ja auch Mitleid bekommen, sonst hätte er ihm ja nicht geholfen. What do you put in? 87, 91? Kannst ja so einem auch nicht auf der Schulter klopfen und sagen, du schaffst es schon, Brudi. Ich bleib genau hier und guck dir zu. Okay. Feuer dich an. Ja, sehr korrekt, dass er hilft. Aber ganz ehrlich, wer würde nicht helfen? Also ich habe dafür kein Verständnis. Wenn man sowas sieht, kann man doch auch einfach helfen. Wenn sich einer krass abquält und es einem kein Zacken aus der Krone bricht. Kommt aber safe noch. The Black Forest Tour. Now, I don't know if there's a special way to fold it. I'm not too experienced with chairs. You just pull those two handles? Yeah. I can bring them up wherever you want them. Okay, sweet. You'd lift it. Yep. Cool. Yep. And you want the crutches in the passenger seat? Yeah, no worries, I got you. Hoffentlich sind seine Reaktionen noch schnell genug im Straßenverkehr. Ehrenmann auf jeden Fall für diese Aktion. Hoffentlich macht das auch, wenn die Cam aus ist. Of course, sir. Aber er wirkt so, als wenn. Alright, have a blessed day. Scharfe Kurve, sehr schnell. Glaubt ihr, er ist gegen den Pfeiler gekommen? Hier dachte ich schon, nicht der Pfeiler. Wahrscheinlich hätte er einfach hier lang rauschen sollen. Weil er versucht jetzt noch links am Pfeiler vorbeizukommen und jetzt rutscht ihm aber hier das Hinterrad weg und es sieht sehr danach aus, als wenn er den Pfeiler trifft. Die Soundeffekte machen es viel erträglicher. Nicht. Oh. Ja, okay. Ich glaube, er hat den Pfeiler nicht getroffen. I took that turn too fast. Yeah. Duh. And that's it for this episode. I hope you enjoyed it. If you want more videos like this, please like this video and subscribe to the channel. Also check out Dirt Bike Lunatic Store and get yourself some DBL merch. Check out this channel. War das ein russischer Akzent? Ich weiß es nicht. War auf jeden Fall ein wildes Video. Hat Spaß gemacht zu gucken.